Hi, mein Name ist Laszlo und ich habe euch heute zwei wirklich fabelhafte kleine Sets für zwischendurch mitgebracht. Einmal die 86302 von Pantasy, die einzige Rose, und die 86309, den kleinen Prinzen, aus dem gleichnamigen Buch eines Mannes, dessen Namen ich wirklich nicht aussprechen möchte. Ihr alle kennt's, der kleine Prinz. Eine wirklich traumhafte, schöne, liebevolle Geschichte von einem kleinen Menschen und seiner Reise auf die Erde, wo er Freunde sucht, nur um am Ende festzustellen, dass das, was er eigentlich die ganze Zeit am meisten geliebt hat, auf ihn zu Hause wartet, nämlich eben diese Rose. Das ganz grob zusammengefasst, die Geschichte. Ich will da gar nicht tiefer einsteigen, sonst sprengt das hier den Rahmen. Aber was ich eben euch zeigen möchte, sind diese beiden tatsächlich sehr wunderbaren Sets. Ich habe in der Vergangenheit ja mit Pantasy schon kooperiert, habe dort auch Sets von ihnen zur Verfügung gestellt bekommen, die sie in Zukunft auf den Markt bringen wollten und wo sie gesagt haben, hey, kannst du dafür ein Review machen, wenn wir dir das zur Verfügung stellen? In dem Fall habe ich mir diese beiden Sets hier einfach privat besorgt, weil ich das Thema wirklich schön fand. Das heißt, ihr bekommt sie auch nicht bei den üblichen Verdächtigen, sondern müsst gegebenenfalls ein wenig zumindest auf die Suche gehen bei Pantasy selbst, bei Mold King zum Beispiel auf der Website oder eben über Barrier. Dort gibt es zumindest den kleinen Prinzen. Und die Sets haben 500 Teile hier bei der Rose und 336 Teile im Fall des kleinen Prinzen. Offen gesagt, bei der Rose die 500 Teile kann ich nicht ganz nachvollziehen. Also nehmt das so ein bisschen mit Vorsicht, denn das steht eigentlich überall, wo man dieses Set googelt, steht was von 500 Teilen. Es kommt mir deutlich weniger vor. Nichtsdestotrotz ein sehr, sehr schönes Set, kostet euch um die 50 Dollar bei Pantasy und auch deutlich weniger beim ein oder anderen Anbieter. Beim ein oder anderen Anbieter, ihr wisst, was ich meine. Und der kleine Prinz hier, der kostet euch bei Barrier um die 20 Euro mit dem Versand inkludiert. Das heißt, das ist durchaus eine nette Kleinigkeit, die man sich mal zulegen kann, vor allen Dingen natürlich für Fans des Themas. Was ich aber noch bemerkenswerter finde, ist, wie Pantasy hier einmal mehr mit den Muskeln spielt, was Teilequalität, was Bedruckung und was Kreativität angeht. Da schauen wir gleich natürlich drauf. Vorher wie immer ein Hinweis in eigener Sache. Wenn euch meine Videos gefallen, dann lasst mir sehr gerne ein Abo da. Damit schauen wir zunächst mal auf die Boxen dieser beiden Sets. Sehr hübsch, etwas groß geraten vielleicht für das, was wir im Inneren finden. Einmal hier der kleine Prinz. Diese Sets sind wohl auch offiziell lizenziert. Das heißt, das ist 100% so auch vom Lizenzgeber freigegeben. Sehr schön gemacht, diese baubare Figur. Schauen wir uns gleich selbstverständlich im Detail an. Übrigens vorne liest der kleine Prinz natürlich auch das Buch, das ihr sicherlich alle schon mal gesehen habt irgendwo. Ich schätze mal, die wenigsten haben es gelesen. Ich muss ganz ehrlich sein, ich habe es auch erst für dieses Review gelesen. Ich fand einfach die Sets sehr, sehr hübsch und habe früher den kleinen Prinzen nur im Theater angesehen. Egal, ist ein sehr lesenswertes Buch, sehr zu empfehlen. Und hier dann noch die Rose. So, und die Rückseite. Wir lernen übrigens auch, die Rose ist 21,5 cm hoch und der kleine Prinz 17,8 cm. Ironischerweise ziemlich genauso hoch wie das Buch, aus dem er stammt. Zumindest diese Ausgabe hier. Wir haben zwei Anleitungen. Es sind nicht besonders viele Bauschritte. Deswegen sage ich auch, ich bezweifle das ehrlich gesagt mit den 500 Teilen. Wir haben um die 50 Bauschritte bei der Rose. Und da sind garantiert nicht 10 Teile pro Bauschritt verbaut. Und wir haben hier beim kleinen Prinzen an die 120 Bauschritte. Das heißt, auch von der Relation kann diese Angabe nicht so ganz stimmen. Spielt letztlich keine Rolle. Ihr seht ja hier, was ihr bekommt. Und damit würde ich sagen, schauen wir auf die beiden Sets. Das Tolle ist mal wieder bei Pantasy, sie haben keinerlei Sticker in den Sets. Vor allen Dingen bei der Rose nicht. Und gerade das ist etwas, wo ihr immer wieder denkt, das muss doch jetzt ein Sticker sein. Das können sie nicht mit dem Print gelöst haben. Doch, das haben sie mit dem Print gelöst. Zeige ich euch auch gleich. Hier einmal der kleine Prinz. Die Figur ist tatsächlich etwas simpler konstruiert als zum Beispiel die baubaren Minifiguren von Lego. Klar, sie ist ja auch etwas kleiner.
Da muss dann nicht jede Lösung ganz so komplex und groß werden. Das heißt, die Arme einfach mit Balljoints befestigt hier. Ebenso die Hände ganz simpel gebaut aus einer kleinen Zahl Bricks. Sehr schön natürlich die vielen grünen Bricks und Plates, die wir hier haben. Vor allem auch die Fliesen. Top-Qualität diesmal. Nichts zu meckern. Mir gefällt der Kopf sehr gut mit dieser wilden Wuschelfrisur, die wir ganz am Ende bauen. Richtig kreativ in alle Richtungen geht das da ab. Das ist ganz schön. Ist auch eine schöne Vorlage eigentlich, weil das so eine Art Figur ist, wie man sie mit den Teilen, die man üblicherweise zu Hause hat, auch relativ simpel nachbauen könnte. Die Beine sind in dem Fall die Schwachstelle hier. Also das ist nur so aufgesteckt. Das geht ganz gerne mal ab. Er kann sich auch nicht richtig hinsetzen. Das stoppt dann hier vorne irgendwann. Aber ja, gut genug. Hauptsächlich steht er halt dann rum. Und die Beine sind dann so geregelt, dass wir hier einfach nur eine Pinnenaufnahme haben. Und das ist es dann. Also wie gesagt, alles eine Ecke handwerklicher und simpler als beim Lego-Modell. Das Gesicht, ein Print. Natürlich nicht so schön, dass sie hier mitten in das Gesicht diese Fliese reingepatscht haben. Das ist natürlich nicht so gut. Allerdings ist die aufgesteckt gewesen schon, als ich das Set geöffnet habe. Das heißt, man hat das dann zusammengesteckt und dann bedruckt. Dementsprechend ist die Druckqualität natürlich tadellos. Die funktioniert von den Übergängen her und sowas. Das ist nicht das Problem hier. Allerdings, wie gesagt, hätte man sich hier vielleicht eine etwas hübschere Lösung gewünscht. Gut gefällt mir auch der Schal. Und jeder, der den kleinen Prinzen kennt, der weiß ja, man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Und so ist das auch hier. Wenn wir nämlich die Front abnehmen, dann sehen wir, im Inneren hat er einmal eine Rose und eine gebaute Sanduhr versteckt. Das heißt, die Zeit, die eben vergeht, auch im Inneren sehr hübsch. Sehr coole kleine Idee und auch eine schöne, ja, schöne Andeutung so in Richtung dieses weltberühmten Spruches eben, der aus dem Buch stammt. Ist toll, dass man das hier im Inneren versteckt hat. Gefällt mir sehr gut. 20 Euro, wie gesagt, es ist was für Liebhaber. Allerdings kann man in dieser Preiskategorie natürlich noch nicht so wirklich davon sprechen, dass etwas überteuert ist. Grundsätzlich, ihr bekommt hier über 300 sehr, sehr gute Teile. Die Figur ist putzig. Mir gefällt es sehr gut. Ich habe es nicht bereut, dass ich mir das Set geholt habe. Und vom Grundsatz her ist das echt zu empfehlen. Macht sich echt gut, finde ich. Und dann kommen wir zum eigentlichen Star hier. Das ist die einzige Rose, 86302. Wie gesagt, ein bisschen kniffliger zu beschaffen als vielleicht der kleine Prinz, dürft euch aber auch nicht vor die ganz großen Herausforderungen stellen. Und das Erste, was natürlich direkt auffällt, sind diese riesigen Trans-Clear-Teile hier. Das ist irre, die sind einzeln verpackt, dementsprechend weitestgehend kratzerfrei. Hinten habe ich tatsächlich so einen Kratzer erwischt, aber da hört es halt irgendwo auf, was willst du machen? Dann musst du die Dinger echt einschweißen und das ist halt dann vielleicht ein bisschen viel verlangt. Aber vom Grundsatz her sieht das sehr gut aus. Wenn man das so hinstellt, da sieht man keinen Kratzer, nichts, das passt soweit. Und ja. Famos. Ich muss da gar nicht so viel zu sagen eigentlich. Wir haben diesen Fuß unten sehr aufwendig gebaut. Schaut euch das an. Das sind goldene Elemente in diversen Farben. Solche Eckverbinder hier. Wir haben kleine Blütenblätter, einmal eins in Gold. Unten die Reverse Slopes in Gold und auch hier wieder die Eckteile. Und natürlich auch diese Münze hier vorne, diese Fliese, die ist bedruckt mit dem kleinen Prinzen. Mit dem kleinen Prinzen, dem Logo. Das ist richtig geil einfach. Kann sich jeder andere Hersteller meiner Meinung nach nur was von abschneiden. Ich bin normalerweise kein Freund davon, zu sehr einen Hersteller oder eine Marke jetzt als das Nonplusultra zu loben. Aber diejenigen, die unterwegs sind aktuell und Fantasy sehr in den Himmel loben, und das sind ja einige, die liegen sicherlich nicht so falsch, wenn man sowas sieht. Auch hier: The stars are beautiful because of a flower that cannot be seen. Ein Zitat aus dem Buch natürlich hier. Auch da immer über zwei Elemente gedruckt. Gar keine Probleme hier. Der Schriftzug mit dem Lizenzgeber. Und dann hier auch solche Zierelemente. Ebenso hier, die da bedruckt sind. Das ist wirklich toll. Oben setzen wir so ein Siegel drauf. Auch mit einer bedruckten Blume oder einer bedruckten Fliese vielmehr. In
mit einer Blume dann bedruckt, mit einer Rose eben. Und dann seht ihr das hier. Die einzige große Liebe des kleinen Prinzen ist natürlich gut geschützt durch zwei solche großen Elemente. Allein die sind natürlich schon der Kracher für viele wahrscheinlich. Kann man natürlich perfekt benutzen, auch um U-Boote zu bauen oder ich weiß nicht was. Flugzeuge, Raumschiffe. Das ist natürlich perfekt für sowas hier. Und dann die Rose selbst. Hier schön zusammengesetzt aus einer ganzen Menge von diesen Trans-Red-Steinen. Sieht man auch nicht alle Tage. Trans-Red-Plates. Dann die normalen roten Steine drumherum. Und eben dieser ja, kleine Asteroid soll es sein, auf dem der Prinz wohnt. Auf dem er mit seiner Rose eben die Zeit verbringt und mit ihr spricht. Sehr, sehr hübsch. Die Figur ja, ist wahrscheinlich nicht so ganz legal mittlerweile mehr. Ist wieder eine dieser Figuren, die man, wo man die Arme abspreizen kann. Übrigens dual-molded, klar natürlich. Der Schal dabei. Also tip-top. Wirklich begeisternd. Ich wollte es euch einfach mal zeigen. Es sind kleine Sets, aber ich denke, zwischendurch darf man sowas auch mal machen. Und gerade beim kleinen Prinzen, was sollte da besser passen? Wenn ihr euch ein bisschen umschaut in der Fantasy-Welt, da gibt es noch eine ganze Reihe anderer kleine Prinz-Sets. Die sind mal mehr, mal weniger gut verfügbar. Nicht alle entstammen dem aktuellen Sortiment. Aber das ist ernsthaft sehr, sehr beeindruckend und sehr empfehlenswert, was wir hier vor uns haben. Ja, lasst mir gerne mal eure Meinung da. Was haltet ihr hiervon? Ist das was für euch? Ist das was zum Ausschlachten tatsächlich, je nach Preissituation, hier für die Elemente? Oder sagt ihr, ey, das ist das perfekte Geschenk für den oder diejenige, die eben dieses Buch liebt? Und ja, würdet ihr euch sowas zulegen? Was haltet ihr davon? Lasst mich gerne wissen. Und ansonsten lasst mir sehr gerne ein Like oder ein Abo da, wenn euch dieses kleine Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bleibt gute Menschen.